Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Infected. Gleich vorweg, es ist ein bisschen was passiert zwischen den Folgen, denn wir haben im letzten Sons of the Forest Stream noch am Ende eine Stunde, eineinhalb hier reingeschaut und hier ein bisschen weitergebaut. Ich werde mit euch das Ganze jetzt mal durchgehen. Wir haben quasi hier die angezeichneten Elemente vom zweiten Stock fertig gebaut, haben hier eine Werkbank aufgebaut, wir haben einen Amboss gebaut und wir haben uns eine weitere Kiste organisiert. Hatten allerdings auch noch einen Bärenangriff. Deswegen liegt der Kollege gerade hier. Haben hier die Tür mit reingebaut und wie gesagt, schon die zweite Etage. Soweit die Wände und den Boden gemacht. Die Decke sind wir gerade dabei. Wer das Ganze natürlich sehen möchte, der kann gerne in die Playlist gucken. Da ist der Livestream von Sons of the Forest mit verlinkt. Dann könnt ihr eigentlich, sagen wir mal, bis zu einer Stunde, eineinhalb vor Ende des Streams hinspringen und könnt ab da die Fortschritte hier angucken. Weil es ist auch außen noch ein bisschen was passiert. Wir haben hier mal so ein bisschen unser Land abgesteckt. Sagen wir es mal so. Wo unsere Zäune hin sollen. In Zukunft. Mehr allerdings nicht. Aber wir machen heute auf jeden Fall erstmal weiter. Denn wir haben noch einiges zu tun. Wir kommen hier leider immer noch nicht an unsere Wand hin, wo wir da platziert haben. Aber wir müssen natürlich oben weitermachen. Und wir haben immer noch nicht genug Bretter. Deswegen werden wir auch jetzt ein bisschen unsere Lager plündern. Und werden noch ein paar Bretterchen machen. Dann werden wir auch schauen, dass wir noch Kohle holen in der Höhle. Dass wir unsere Schmelzöfen wieder in Betrieb kriegen. Und dann auch schauen, dass wir mal ein Steinlager oder Steinkorb oder sowas hierher kriegen. Dass wir uns dann auch um Glas kümmern können und weitere Eisenbarren. Dass wir eventuell auch in naher Zukunft Extraktoren aufbauen können. Wir werden jetzt hier auch mal ganz kurz rausgehen. Wir müssen natürlich aufpassen mit den scheiß Skorpionen hier. Die Viecher sind nämlich hier auch immer mal wieder unterwegs. Und mögen einen gar nicht so gerne. Und man sieht sie halt auch verdammt schlecht. Aber nichtsdestotrotz müssen wir halt doch ab und zu mal hierher und uns Ressourcen holen. Und was wir auch noch rausgefunden haben durch JPD, dass wir in den Wasserlöchern hier in der Höhle auch trinken können. Ist auch schon mal sehr vorteilhaft. Ich bin nur gespannt, wie es im Winter ist. Ob wir da auch immer noch hin können oder nicht. Ob das gefriert, aber das werden wir ja dann auch noch sehen. So, wir werden jetzt erstmal hier wieder alles in Betrieb nehmen. Hier liegt auch nichts mehr drauf aktuell. Aber der Frosch ist da. Wir haben auch hier momentan nur Blei zum Schmelzen drin. Und hier haben wir noch einen Eisenbarren übrig. Wir legen das mal rüber. Hallo Frosch, du kannst gerne reinkommen. Wir werden jetzt allerdings noch was für die Lager bauen. Und zwar eine Steinkiste. Beziehungsweise am liebsten würde ich ja gleich zwei Steinkisten machen. Wo ist denn hier die Kante von dem Ding da? Machen wir das gleich mal so. Und setzen hier noch eine zweite nebenhin, dass wir eine als Lager da haben. Und eine mit rausnehmen können, immer zum Befüllen. Dazu brauchen wir aber noch mal ein paar Bretter. Dann kommen wir nämlich auch deutlich schneller voran. Wir haben ja auch noch einiges vor. Gut, wir sollten auch langsam mal schlafen, wie ich sehe. Aber vorher noch was trinken. So, dann wird es auch noch mal ein bisschen heller. Da ist es jetzt ein bisschen Verschwendung von der Kohle. Aber durch das, dass wir die Höhle dran haben, ist es gar nicht so schlimm. Wir können ja eigentlich jederzeit rüber. Und uns was holen. Aber eins werden wir tun. Wir machen die Tür hier zu. Die ist eh schon fast kaputt durch den Bären.
Nicht, dass uns hier was überrascht am nächsten Morgen. Aber Energie ist voll. Sieht alles gut aus hier draußen, oder? Oh. So, dann haben wir da die Bretter alle drin. Und wir werden uns den Eisenbarren, den wir in der Kiste haben, mal schnappen. Ich glaube, wir haben keine übrigen Nägel. Nein. Dann machen wir uns ein paar. So, dafür brauchen wir nochmal einen Eisenbrocken. Und zwei Bretter. Die Bretter lassen wir gleich mal schneiden. Und dann nehmen wir die Kiste und machen die gleich mal voll. Wir müssen natürlich die Augen und Ohren offen haben, falls wieder Bären oder irgendwas unterwegs sind. Nehmen wir sie mit. Da oben ist ein Kürbis. Den holen wir uns dann auch gleich. Und da werden wir uns, denke ich, auch so eine Kürbiskiste machen, dass sie uns nicht verrotten. Alles mal da rein. Also wenn ich da ab und zu mal ein bisschen leiser bin oder kurz abbreche, dann ist es eigentlich nur, weil ich irgendwas gehört habe. Und ich habe hier nicht keine Lust, dass wir überrascht werden und gefressen werden. Deswegen lasse ich auch die Kiste erstmal hier hinten stehen, dass wir vielleicht schneller wegrennen können, wenn was wäre. So ein Wetter ist es natürlich wieder ganz geil. Da hört man ja wieder so gut wie gar nichts. Gib mir das Zeug bitte. Den nehmen wir mit und das war's erstmal. Hopp, setzen wir gleich mal dahin. Die übrigen Steine, wo wir im Inventar haben, kommen gleich mal in den Ofen. Und jetzt switchen wir nochmal ganz schnell raus und holen uns den Kürbis. Den nehme ich jetzt auch so mit. Legen wir es einfach mal so hin. Und wir schauen mal kurz, was wir für so eine Kiste bräuchten. Eine Kürbiskiste. Brauchen wir 12 Nägel, 12 Bretter. Aber glaube ich, vielleicht auf Dauer gar nicht so schlecht für uns. Werden wir die gleich mal dahin setzen. Und werden aber auch eine Melonenkiste gleich mit anzeichnen. Ja, dann können wir nämlich über den Sommer hier einiges ansammeln.
nehmen die Bretter gleich mal mit. Wir brauchen nämlich hier noch zwei. Und gleich hier. Ich höre immer irgendwas hier. Ich weiß noch nicht, was das ist. Ob das jetzt ein Wolf ist. Aber der heult ja normalerweise. Aber irgendwas tapst hier rum. So, gib mir mal die restlichen Bretter, bitte. So, die haben wir durch. Dann können wir jetzt hier mal durchschmelzen. Machen wir gleich mal einen Stein rein und einen Barren. Da habe ich auch noch eine Kohle drin. Okay. So, dann können wir gleich mal kurz hochschauen. Was brauchen wir eigentlich in den Decken hier noch? Da brauchen wir eigentlich noch alles. Okay. Aber wir müssen jetzt mal eins festhalten. Es regnet ja draußen aktuell. Aber hier regnet es jetzt eigentlich nicht hier drin. Hier kommt das ab und zu mal so ein Windhauch rein. Aber mehr habe ich noch nicht gesehen. Also es könnte für den Winter eigentlich sehr positiv sein. Weil hier regnet es ja auch nirgendwo. Ich glaube, die Höhlen sind an sich dicht, weil hier in der Höhle regnet es nämlich auch nicht. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. So, dann hier gleich nochmal einen drauf. Natürlich müssen wir halt dann gleich wieder ein bisschen Holz organisieren, aber das ist ja nicht so schlimm. So, dann fehlen hier oben auch bloß noch Bretter. Wie sieht denn das hier gerade aus? Den können wir gleich mal durchnehmen. Den können wir wegnehmen, den einen auch. Können wir gleich mal einen Stein reinpacken. Nehmen wir noch zwei weg. Packen die zwei hier rein. Wir können eigentlich hier gleich den nächsten Barren schmelzen. Und den hier zu Nägeln verarbeiten. Wo wahrscheinlich jetzt erstmal sinnvoll wäre, die Kürbiskiste zu machen. 1, 2, 1, 2, 1. Haben wir gleich genug für die nächste Füllung dabei. Das Wetter wird auch besser. Das heißt für uns, wir können gleich wieder Holz fällen gehen. So, den lassen wir gleich noch brennen. Wie sieht es hier bei euch aus? Ihr braucht noch ein bisschen, oder? Jo. Dann gehen wir mal kurz raus und organisieren schon mal Holz. Natürlich jetzt noch... Oh, Frosch. Den Kürbis nehmen wir auch gleich mit. Ist sogar in erster Linie wichtiger wie das Holz. Hallo Huhn, ich höre dich. Und irgendwann werde ich dich gefangen halten. So, dann nehmen wir den gleich mit. So.
Die zwei raus. Die zwei raus. Dann zack, zack. So weit hier rein. Halt. Kannst du bitte komplett reinschieben, danke. Dann werden wir hier nochmal ein paar Nägel draus machen. Die Kiste ist schon mal durch. Dann packen wir das da noch rein. Da fehlen aber auch noch alle Bretter, wie ich sehe. Nehmen wir mal so viel mit, wie wir können. Und die restlichen werden wir gleich oben verbauen, weil ich glaube, an der Kiste haben wir genug, ja. Und dann können wir nämlich die hier gleich hier reinpacken. Und da drin sollten sie normalerweise ja nicht vergammeln. So in der Theorie. Das Holz werden wir jetzt erstmal hier draußen zwischenlagern. Wir können uns jetzt auch mal schauen, dass wir einen Wagen hinkriegen. Dann ist das ja auch deutlich einfacher. Und wir haben ja letztes Mal im Stream noch drüber gerätselt, dass hier keine Bambis oder sowas vorbeikommen bei uns an der Base. Kann ich euch jetzt auch sagen, warum? Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe diese Mini-Boss-Angriffe habe ich aktuell deaktiviert, dass wir in Ruhe bauen können. Ich habe es mal testweise mal kurz reingemacht, aber das ist trotzdem noch so eine Nummer, alle 5 Minuten hast du hier was vor der Haustür stehen. Und das ist momentan nicht so witzig, weil so ein Miniboss hat doch schon mal ein bisschen eine Stärke. Und kann dir deine Base halt schon ziemlich schnell zerlegen. Eigentlich schneller, als du aufbauen kannst. Deswegen finde ich, glaube ich, am Anfang ist es angenehmer, wenn es so ein bisschen ruhiger ist. Wenn wir uns darauf die Base konzentrieren können. Und wenn wir ziemlich safe sind, zumindest ist unserer Meinung nach, dann schalten wir die ganz normal natürlich mit ein. Aber so einen Zaun oder sowas hauen die ja auch sofort kurz und klein. Also da sollten schon mal Spikes drin sein. Und im Normalfall würde ich sagen sogar verbesserte. Da hinten ist nochmal ein Kürbis, den holen wir auch gleich. Den Stein kannst du auch gleich mitnehmen. Den hier auch. So, den nehme ich mit. Den können wir auch gleich mitnehmen. Wenn ich jetzt die nicht mehr aussammeln, wenn ich einen Kürbis in der Hand habe, okay. Und dann haben wir da auf jeden Fall erstmal ein bisschen was auf Lager. Wir nehmen nochmal 1, 2, 3 weg. Das ist eigentlich, glaube ich, ein guter Rhythmus. Kriegen wir nämlich jede Runde auch einen Barren zusammen. Die restlichen kommen dann hier rein. Und dann werden wir mal hier ganz kurz anzeichnen. Wo ist denn der Wagen drin? Da ist er. Holzscheite, Bretter, Nägel. Eins, zwei, drei.
Wie viele Bretter brauchst du nochmal? 10 Stück. Und dann noch einmal Nägel, dann können wir uns das auch erleichtern. Zwei. Machen wir die Bretter auf jeden Fall schon mal. Durch. Wir können aber gleich weitermachen. So, wie sieht's hier aus? Gott. 2, 1, 2, 1. Da kriegt man auch so nach und nach wieder Routine drin in dem Ganzen. Geht das alles wesentlich schneller. Wir werden auch den Stick hier gleich einräumen und werden noch schnell die Nägel machen. Natürlich gehen wir jetzt den Wagen einmal vorrang, bevor wir die zweite Kiste fertig bauen. Und schon können wir wesentlich schneller Holz organisieren. Und dann würde ich aber sagen, war es das an dieser Stelle mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Däumchen da, auch gerne einen Kommentar, was wir als nächstes in Angriff nehmen sollten oder ob ich irgendwas Wichtiges gerade übersehen habe. Und wenn ihr möchtet, schaltet gerne bei der nächsten Folge wieder ein. Bis dann. Ciao, ciao.